stehen hier mitten in der Dorfstraße von Hitzackerdorf. Das Dorf ist gerade in der Entstehung. Es sind schon einige Häuser bewohnt. Manche, wie man sieht, sind noch in Baustelle. Und wir bauen hier ein interkulturelles Mehrgenerationendorf. Das heißt, hier sollen Menschen leben in allen Altersstufen durchmischt und aus möglichst vielen Kulturen. Ich kam hier August, ne? War alles irgendwie zu bei uns. Und es hat alles geklappt, alles gelöst, unser Problem. Die Arbeit, ich arbeite jetzt hier erst einmal. Die Kinder, sie sprechen besser, sie fühlen besser, sie spielen draußen, unser Nachbar besser. Wir haben das, die große Respekt und Liebe von unserer Nachbarschaft. Und das habe ich hier richtig hier so gefühlt. Das ist so unser, ne? Diese hier Hitzackerdorf. Wir haben das hier auch nicht mitgebracht. Er ist hier. Hier, wo, wie wir es jetzt haben, da werden ungefähr 80 Menschen leben können. Und wir wollen eigentlich ungefähr 300 Leute. Wir wollen ein richtiges Dorf werden, dass man auf der einen Seite mehr noch bewegen kann, eine größere Schwarmintelligenz sozusagen auch hat. Und auf der anderen Seite, dass auch nicht alle miteinander. Also ich muss nicht mit jedem total eng befreundet sein, damit das hier funktioniert, sondern es kann verschiedene Arten von Beziehungen auch geben. Und was wir beim Wohnen mit verbindlicher Nachbarschaft leben wollen, wollen wir auch aufs Gewerbe übertragen. Die verbindliche Nachbarschaft, solidarisches Wirtschaften, gemeinschaftsgetragenes Wirtschaften. Das heißt, wir möchten, dass sich hier Betriebe, Unternehmen, Freiberufler, Selbstständige ansiedeln, die Unterstützung finden in der Gemeinschaft. Das wird hier noch ein bisschen dauern, bis das bebaut ist. Man sieht, hier ist noch nichts. In 2-3 Jahren werden hier Gebäude stehen und dann werden wir ein paar Interessenten zusammen haben. Wir fangen an, jetzt aber bald schon mit einem Coworking Space, wo wir gemeinschaftlich arbeiten, der Gemeinschaft, von der Gemeinschaft getragen sein muss. Und das wird weitergehen mit anderen Gewerben. Eine Fahrradselbsthilfe, Werkstatt, gemeinsamen Waschsalon. Wir haben auch zukünftig einen Steinmetz, der sich hier niederlassen will. Also wenn wir das schaffen, diese gemeinschaftsgetragene Wirtschaft, dieses gemeinschaftsbasierte Wirtschaften hier zu etablieren, dann schaffen wir wirklich was Neues. Wir suchen eigentlich natürlich immer Leute, die mit Engagement reingehen wollen, denen die Sache am Herzen liegt, dass wir Leute mittleren Alters haben, die jetzt so vielleicht schon, wo die Kinder gerade aus dem Haus sind oder noch Jugendliche sind, und dass wir aber auch ganz junge Familien haben, wo eben noch Kinder geboren werden oder ganz kleine Kinder sind oder Leute, die überhaupt noch davor stehen irgendwie. Jede Lebensphase hat ja auch verschiedene Qualitäten, was man mit einbringen kann, und das wollen wir eben gerne alles nutzen, so dass wir das eigentlich im Drittel letztlich anstreben. Also ein Drittel wirklich junge Leute, ein Drittel mittleren Alters und ein Drittel Rentner, Pensionäre, keine Ahnung, wie ich sie nennen soll, Ältere. Und dann habe ich mich manchmal abends, wenn die Kinder im Bett waren, halt hier hingestellt mit Licht und habe halt dann hier einfach noch ein bisschen die Mauern hochgezogen. Ja. Wir bauen für alle auf jeden Fall. Das würde halt auch gar nicht funktionieren, wenn man immer nur bei sich halt mauert und macht und tut halt. Das ist der Oberputz, da ist noch der Unterputz drauf und der wird jetzt fein geputzt. Also das ist dann die Endversion vom Lehm. Also ich habe immer schon mit Handwerkern zu tun gehabt, aber das ist was anderes, wenn man immer so Hilfskraft irgendwo ist, als wenn man selber dann mal was mitverantwortet, mitträgt und mitorganisiert und dass man Konflikte löst. Und ja, das ist alles irgendwie Realität hier. Sicherlich ginge vieles anders und schneller und vielleicht auch besser, aber uns schweißt es zusammen. Also für uns ist das auch fürs Zusammenleben irgendwie ganz wichtig. Ich finde toll, dass hier das Prinzip Eigenleistung so versucht wird zu leben mit all seinen Herausforderungen. Bei dem Plenum oder Plena und bei den ganzen Treffen, die wir da hatten, habe ich gemerkt, das, was miteinander bewegt wird und wie miteinander gesprochen wird und so weiter, das ist einfach genau das, was ich will. Ich wohne hier in dem blauen Haus
und bin zusammen mit den anderen Menschen hier, mit den anderen Genossen von der Garten AG, immer wieder dabei zu überlegen, wie wir unsere Gärten gestalten können. Und unser oberstes Ziel ist es, essbare Gärten zu entwickeln. Und zwar essbare Gärten nicht nur für uns Menschen, die wir hier wohnen, für die Menschen aus der erweiterten Umgebung, sondern auch essbare Gärten für die Tiere zu entwickeln, insbesondere für Insekten, für Vögel, also essbare Gärten für alle. Wir haben hier entlang des Walds, der eine wunderschöne Südausrichtung hat und eine ganz tolle Wärmefalle ist. Hinter dem kleinen Mini-Weinberg, den wir dort auch haben, ist ein sogenanntes Eidechsenhabitat angelegt. Letztendlich wollen wir ein Modell sein, wie man im ländlichen Raum wohnen und arbeiten kann. Leute mich fragen, warum machst du denn da eigentlich mit? Was, ist das nicht total anstrengend, sich immer mit so vielen Leuten irgendwie um jede Entscheidung zu ringen und so? Ja, das ist total anstrengend. Und gleichzeitig ist das ein Grund für mich, warum ich da Lust drauf hatte, hier mitzumachen. Also, weil ich einfach denke, solche Ziele, die wir ja haben, also unsere Vision davon, bisschen anders zu leben und die Gesellschaft vielleicht von innen hier innerhalb ein bisschen zu verändern mit anderen Grundlagen, was, wenn wir sagen, wir bauen ökologisch oder wir leben ökologisch oder die politische Komponente auch mit Geflüchteten zusammenleben zu wollen und so weiter, dann ist die Grundlage dessen, denke ich, auch eine andere Kommunikation, als wir sie so gemeinhin gewohnt sind. Und das zeigt sich dann daran, dass das alles mega kompliziert ist, manchmal kleinste Entscheidungen gemeinsam zu treffen. Und genau das, finde ich, ist aber auch das Abenteuer und es ist einfach notwendig. Also ich glaube nicht, dass wir irgendwas verändern können, wenn wir nicht bereit sind, selbst uns an unsere Grenzen zu begeben und uns selbst zu verändern. Und so ist die Antwort ja, es ist anstrengend, aber ich glaube, es lohnt sich und es ist nötig. Also ja, es gibt, glaube ich, noch ganz viel mehr, aber ja.